Okay, gönnen wir uns jetzt noch die Qualifikation und die Analysen. So Winnen, so hart wie es ist, ne? Bei Winnen denkt man natürlich automatisch dann an diese SpongeBob-Geschichte, die dann folgt. Ich denke, so geht es vielen wahrscheinlich auch bei mir, wenn sie mein Gesicht sehen, denken sie an die Spongy-Runde. Ja, das Blöde ist nur, dass bei Winnen danach halt nicht mehr wirklich was kam. Ne? Danach war es ja dann quasi vorbei, also ist ja so aus dieser Geschichte rausgegangen mit dieser Runde von Spongy. Ja, lass uns erstmal die Quali geben. Mal gucken. Lasst uns alle kurz innehalten, ruhig sein und die Ruhe vor dem Sturm genießen. Ich mochte Winnen eigentlich immer, muss ich sagen. Ich glaube, mit Winnen hatte ich sogar Kontakt eine Zeit lang. Wir haben ab und zu mal ein bisschen hinterhergeschrieben. Aber dann irgendwann Kontakt auch irgendwie abgebrochen, aber jetzt nicht wegen Hate oder so. Einfach, ne, wie das so ist. Ah, SML, stimmt. Und ich glaube, so der Rest der Crew, wer war das nochmal? Mio Mau, ja man, safe. Und Dings, wie hieß der andere nochmal? Peewee? Nee, Peewee. Ja doch, war ja richtig, genau. Mio Mau, auch ultra krasser Rapper. Und ich glaube, Peewee und Mio haben sich da so ein bisschen dann noch distanziert, oder? Die hatten keinen Bock drauf, in diesem, mit dem Namen irgendwie im JBB stattzufinden. Ich glaube, dass das irgendwie so war. Okay, ja, noch ein junger Hüpfer war er da drin. Hallo Julian, ich weiß nicht, was zum Kuckuck das soll, doch deine Julien-Söhne haben YouTube verseucht. Seit nun mehr einem Jahr ist deine Ruth immer noch da und du verpestest das Netz mit immer gleichem Geschwätz. Und das findet noch Zuspruch, als wär's nicht schon genug, bist du ein paar Rapper, holst dir dadurch dein Promoschub. So ist aber ist nice, ist finde ich ganz geil, ne? Da geht so in die inhaltliche Schiene und kommt auch ganz cool auf den Beat. Und Videos auch für... Im Vergleich jetzt zum Rest auch recht gut, ne? Wär's nicht schon genug, bist du ein paar Rapper, holst dir dadurch dein Promoschub, so ist gut. Wir wollen ja alle nur Kies und deswegen verschieben wir unser Album-Release. Du musst provokant sein, damit machst du gerade Geld, doch gehst zu weit, wenn du öffentlich die Kirche in Frage stellst. Was dann passiert? Ui, okay, war der so gläubig unterwegs oder hat er sich dafür einfach eingesetzt? Der Bibelkunde meint er wahrscheinlich, ne? Diese Bibelkunde, ich fand die damals so unterhaltsam, Digga. Du gerade Geld, doch gehst zu weit, wenn du öffentlich die Kirche in Frage stellst. Was dann passiert? Ich bin nicht Tune, doch zeig dir grad einen Trick. Ich komm mit Walter Mixer, du wirst in den Arsch eingesperrt in den Raum, warte, es wird noch grandioser. Tapezierte Wände, Blatt, Platin-Poster. Du musst dich unterwerfen, ich mach dich zum Masochist. Jetzt weißt du, wer der Babo ist. Und dein Album, was du machst. Ah, okay, wegen Haftbefehl. Ja, aber ich find's ganz nice. Ist das nicht so eine Runde, in der irgendwie so viele prägnante Punchlines irgendwie rausstechen? Ist halt so dieses inhaltliche Ding. Aber geht fit. Jetzt weißt du, wer der Babo ist. Und dein Album, was du machst, davon gibt's nicht viel zu halten. Kein Problem, deine Fans kaufen auch Bushido-Alben. Yeah. Deine Vergleiche sind nicht schlecht, würden die von früher stammen. Aber zwischen deinen Punches fehlt der Übergang. Themenwechsel-Punchline. Dass du Kollega feierst, das hört man astrein. Du sollst interessant sein. Nice, ja, ist geil. Er macht's bis jetzt am besten, was diese inhaltliche Schiene betrifft, oder? Also Chosen hat das ja auch so ein bisschen angeschnitten, aber nicht annähernd so gut. Ich finde, er macht das ganz nice. Dass du Kollega feierst, das hört man astrein. Du sollst interessant sein, nö, das finde ich nicht. Ich schreib dir eine Punchline. Yeah, das ist Willen. Rapper battlen, ich sage, dass deine Moves ziemlich schwul waren. Ich brauch dich nicht zu battlen, ich nenne dich Julian. Du bist jetzt zum Rapper, deine Fangemeinde wirkt angetan. Und dann kommst du mit so Maserf*** Standardkram, so richtig mit Business. Ey, nice, geil, mega nice, geil, geiler Aufbau jetzt so, ne? Und dann kommst du mit zum Standard. Das kann man eigentlich fast wieder übertragen auf diese PA-Geschichte damals, ne? Würde dazu auch wieder super passen. Aber der gleiche Fehler. Einer zum Anfassen und dann spielt der Gangster mit. Ein Mann im Sandkasten. Warum fährst du in dein Schritt? Was willst du damit ansagen? Selbst deine Fans wissen, dass Männer einen Schwanz haben. Nette Familie, Julian, danke für den Einblick. Dein Sohn sitzt jetzt im Rollstuhl, denn deine Schwester gab frei viel. Ist dir das nicht peinlich? Ich find das bisschen daneben, aber schick das.
das noch zu mitten im Leben, was kommt? Mega, ich find's nice und ich glaube, auch wenn Julian in der Analyse das glaube ich nicht so sagen wird, dass das so die Runde war bis jetzt, die glaube ich ihn auch am meisten getroffen hat. Könnte ich mir vorstellen. Weil da sind schon stabile Dinger dabei. Jetzt halt nicht die krasse Vergleiche und die krasse, keine Ahnung, Kollega-Punchlines, sondern so dieses. Ja, hat die das schon gut analysiert. Ich find das bisschen daneben, aber schick das noch zu mitten im Leben. Was kommt als nächstes? Vielleicht, dass der Schwarze da dein Bruder ist. Das ist gar kein Humor, so wie ein Julian-Witz. Im Ernst, vielleicht machen wir ja ein Lied zusammen. Noch ein Witz, woher ruf ich Kiko und dein Album, was du machst? Davon gibt's nicht viel zu halten, kein Problem. Deine Fans kaufen auch Bushido-Alben. Deine Vergleiche sind nicht schlecht, würden die von früher stammen. Aber zwischen deinen Punches fehlt der Übergang. Themenwechsel-Punchline. Dass du Kollega feierst, das hört man astrein. Du sollst interessant sein, nö, das find ich nicht. Ich schreib dir eine Punchline, hier, yeah, das ist Willenshit. Ja, Winnen aber auch underrated, finde ich. Ne? Der hat natürlich durch diese SpongeBob-Geschichte einen guten Schaden mitgenommen. So. War aber ein cooler Rapper. Also ich hab den gefeiert. Ja, ich fand den im VBT auch cool. Auch wenn er zum Ende hin irgendwie ein bisschen was schief lief mit Videos und so. Aber ich finde Winnen nach wie vor nice. So. Ne? Ich mag auch dieses Inhaltliche da. Finde ich geil. Fand ich eine coole Qualifikation. Aber wie seht ihr das? Seht ihr das ähnlich? Gute Quali hätte ich null mehr in Erinnerung. Ja, ich auch nicht. Ne? Aber ich fand sie auch bis jetzt mit am stärksten so, weil sie halt so ein bisschen in die andere Richtung geht. Ich glaube, die meisten Leute wussten, okay, Julian will krasse Nomenreime haben und Technik und Double Time und was weiß ich, ne? Und so dieses typische Kollega-Punchline, halt irgendwelche Doppeldeutigkeiten. Ja, aber er ist da so den ganz anderen Film gefahren und hat das auch gut gemacht, finde ich. Die Bewertung ist ziemlich hart. Ich kann mir vorstellen, dass die im Nachhinein, ja, nach der SpongeBob-Runde noch krass gelitten hat, aber das werden wir ja gleich sehen, wenn Julians Analyse kommt, ne? Jetzt kommt natürlich, ne, der liebe Cassius, Alter, wir haben ja auch unsere Vergangenheit kam hier rein und was soll man sagen, ich glaube ähnlich wie im nächsten Jahr auch oder wie ihn fast immer, wenn er mitgemacht hat, Quali hat krass überzeugt. Ich weiß auch, dass der gut im Hype war am Anfang, dass die Leute da richtig Bock drauf hatten und ich mir auch dachte, als ich ihn gesehen habe, okay, der wird kein leichter Gegner, der kann auf jeden Fall was. Ja, es war eine krasse Quali, soweit ich weiß. Mal gucken, wie es jetzt nach all den Jahren ist. Wir gehen mal rein. Qualifikation JBB Part 2. Wenn ich battle, ist eine einseitige Schlägerei. Und bei jeder Line wird dein Bett mega geil. Lädt mich ein und macht anschließend den Penis frei. Warum sie dich betrügen will, das zeigt dieser Check. Denn ich f*** dich und du hattest nie geileren Sex. Du willst nur, dass ich... Er hat halt damals schon einen stabilen Flow gehabt, ne? Hat halt, den Beat gut beherrscht, so. Das hört man natürlich auch direkt. Ja, dieses Double Time war damals ja vor allem auch eine Sache, mit der man noch krass überzeugen konnte. Ich glaube, heute ist es, ja, immer noch, klar, wenn jemand krass Double Time kann, immer noch eine coole Sache, aber ich glaube, es ist so ein bisschen, was heißt ausgelutscht, ne? Aber man hat halt mittlerweile so viele gute Double Timer gehört, das flasht nicht mehr so krass. War damals aber noch ein bisschen anders. Warum sie dich betrügen will, das zeigt dieser Check. Denn ich fick dich und du hattest nie geileren Sex. Du willst nur, dass ich dich disse, weil dich keiner sonst erwähnt. Doch vor, da ich dich auf den Konto, dann sagst du, nein, ist schon okay. Jeder weiß, Show ist im ganzen Land angesagt. Das der Grund, dass du jetzt plötzlich was getreten hast. Er hat sich auch gut verkauft, ne? Es war so ein bisschen dieses Asiatenmäßige, also nicht, dass er so diese selbstironische Schiene fährt, aber so dieses, ne? Er wusste, wie er sich vor der Kamera zu verhalten hat. Ich glaube, die Leute mochten ihn direkt. Er hatte, glaube ich, direkt einen Sympathiebonus auch. Nein, ist schon okay. Jeder weiß, Show ist im ganzen Land angesagt. Ist das der Grund, dass du jetzt plötzlich was getreten hast? Du willst ein Battle, ich nehm Pimmel in die Hand und deine Minderwertigkeit und blickst dir hinter Arroganz verstecken. Penner, warte, ich bin voll Blutrapper. Das, was du Humor nennst, ist nicht mehr als... Wollt, du will wetten, dass Gott existiert nicht. Ich habe kein Gewissen. Und mach einen Hacken hinter dem Vulkan, verschieb dein Album und dann machst du jedes Mal wieder Promo. Du bist keine Legende, Analyse ist nicht wie Promo, eine Fand ich auch geil geflowt, ne? Machst du jedes Mal wieder Promo, wie er es betont. Hinter dem Vulkan, verschieb dein Album und dann machst du jedes Mal wieder Promo. Du bist keine Legende, Analyse ist nicht wie Promo, eine Line. Brandstich von Feinsburg bis Kamel ist dann, dann fühlst du dich Vagina von Diego Sal, die Augen sind geweitet. Vagina von Diego Sal, frag nach dem Turnier nochmal, wer die Klicks hier wem verdankt. Ich tauche auf mit deiner Asla-Kamee. Finale, Gasso, Kraft zum Buffet. Dein Rap ist mehr so geht so. JBB, ich gewinne problemlos. Du hast das, ist mir egal und auch wahrscheinlich schon deinen Gewinnapparat. Denn pass auf, Alter, scheinbar bestimmt. Hey, da hat aber, ne, da ist er ja. Ui. Los, du hast das, ist mir egal und auch wahrscheinlich schon deinen Gewinnapparat. Denn pass auf, Alter, scheinbar bestimmt. YouTube mit. Aber Asien wurde Zweiter. Julian Schild. Gegenüber MG brachte Fortune. Gute Klicks. Und jetzt sag uns doch mal, wer die Fame hoch ist. Auch gut gesessen. Nice. Ende des Parts auch sehr gut gesetzt. Gegenüber MG brachte Fortune, gute Klicks. Und jetzt sag uns doch mal, wer die Fame ist. Zeig doch deinen
Fans mal, wer du bist. Um maskiert zu sein, braucht man keine Maske vorm Gesicht. Letztes Jahr als Kaya Jin Lo, die einer der Besten war. Ramela und ein kleiner Junge lässt seinen Frust raus. Schmuck's aus, aber dir geht langsam die Luft aus. Hey. Ja, hat valide Punkte. Auch eine sehr geile Quali, auch sehr musikalisch. Ne, es war damals auch, glaube ich, sehr zuträglich, weil viele, da waren ja auch viele dabei, die mit Rap gar nicht so viel anfangen konnten oder durch Julian erst da reingerutscht sind, ne, und mit so melodischem Kram. Ja, das, ne, kriegst du halt direkt die Leute. Ist so. Hey, weil er täglich weinend in seinem Zimmer liegt, zeigt er keinem das verletzte Kind hinter der Ironie. Ruf am besten bei der Seelsorge an. Ich mach mir Sorgen um dich. Der Erfolg hat dich verändert, das weißt auch du. Aber ich brauche die Klicks, also scheiß drauf. Julian, du hast ja überkrasse Reimketten. Sag mal, würdest du die für mich irgendwann mal live rappen? Ja, macht's halt gut. Ja, also die Blicke, wie er mit der Kamera spielt. Das war zum Beispiel ein Talent, was ich gar nicht hatte. Ich war immer sehr ernst, sehr verkrampft. Einen absolut hässlichen Klamottenstil. Und deswegen war ich auch von Anfang an sicher nicht annähernd ein Favorit. Also ich war eher, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich ultra unbeliebt war, aber so krass gefeiert hat man mich nicht. Von Anfang an zumindest. Ist also scheiß drauf. Julian, du hast ja überkrasse Reimketten. Sag mal, würdest du die für mich irgendwann mal live rappen? Bei deinem Stream warst du nicht so im Zeit. Wer hat bei Analyse noch gleich die Mische gemacht? Das ist Wettbewerb, du Penner-Kind. Ich check es nicht für dich. Kingsfan, man kennt dich und man feiert dich. So, man findet dich lächerlich. Du rappst das und versuchst dich mit Musik zu etablieren. Aber wer, wenn ich du sollst objektiv analysieren? Ich brauch die Kohle für eine Drogentherapie, denn ich versauf pro Woche mehr als du monatlich verdienst. Yeah. Was geht ab, Alter? Ich geb mein F*** auf deine Jacks voller Platzhalter. Shit. Ich will Platzhalter? Dieser Hampelmänner aus deinem Turnier voller Conscious Rapper. Das würde er heute nicht mehr rappen, oder? Also so diese Art von Betonungen. Ich glaube, das ist, ja. Ich gehe jeden dieser Hampelmänner aus deinem Turnier voller Conscious Rapper. Wird salonfähig, hipster Hype. Sie wollen Mainstream, Spike findet Straße besser. Julian müssen nur wöchentlich im Kecker sitzen. Mit dir schlafen ist Erregung, öffentlichen Ärgernis. Ist mit, du f***st nicht und du kannst nicht erzählen. Denn deine Freundin ist wie Star Wars, die macht es mit mir. Also wer will noch kommen und... Ah, er hatte schon diese macht es mit mir Line. Wusste ich gar nicht. Ente hat sie nochmal auf ein neues Level gebracht, aber ah, okay. Eine Freundin ist wie Star Wars, die macht es mit mir. Also wer will noch kommen und erzählen, dass das wack ist? Ich klatsche Drop Dynamic und der Penner macht einen Backflip. Faggots! Hä, er kommt mit dem Drop Dynamic Diss 2013? Einfach so random? Was war denn los, Alter? Die macht es mit mir allein. Ja, ja, wusstet ihr das? Also ist euch das aufgefallen? Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Da hat sich der Ente bedient. Ja, wirkt so, ne? Oder er ist halt selber drauf gekommen. Kann natürlich auch sein. Du warst der Like-Battler wegen der Punch-Runde. Ja, ja, der Underdog. Ja, ich glaube, das passt ganz gut, ne? Kontakt mit Cassius. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, wann das erste Mal war. Es war auf jeden Fall innerhalb des Jahres, aber ab wann? Keine Ahnung mehr. Zu lange her. Weiß ich nicht mehr. Ob ich noch Kontakt habe mit ihm? Ja, aber eher so unregelmäßig. Ne? Man schreibt so ab und zu, wir haben in der letzten Zeit ein paar Gespräche gehabt, in den letzten Monaten mal, als er so ein paar Sachen gab, die es zu klären gab, so mit denen wir beide so ein bisschen unzufrieden waren, aber ja, war alles cool. Also eigentlich sollte alles gut sein, weil irgendjemand meinte, dass er nicht gut auf mich zu sprechen sei. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil eigentlich war alles geklärt, aber... Deine Freundin ist wie Star Wars, die macht es mit mir, also wer will noch kommen und erzählen, dass das wack ist? Ich klatsche Drop Dynamic und der Penner macht einen Backflip. Faggots, technisch, sei scheiß auf den Ratchet. Ich geh lieber weg für dich und dünne Männer hässlich. Catch the Slate, das ist nur Promo für mich, weil ich 5 Silber auch ohne dich Drogenkind kick. Ich geb sie schwarz auf weiß, so wie Beisil und Heidi. Ich nehme keinen Ernst, der im Livestream eine Line zieht. Die Sechstester Deutschlands fast... Ja, ist geil. Nice. Wirklich auch geil gerappt. Gib sie schwarz auf weiß, so wie Beisil und Heidi. Stimmt, ja, mit Greenscreen konnte man damals auch noch krass überzeugen, ne? Heute würde das ja keiner mehr so machen, zumindest nicht in der Qualität, ne? Man kann mit Greenscreen ja ultra heftige Sachen machen. Aber sich einfach hinstellen, hinten irgendwie eine bunte Wand rein. Damals war das noch High-End-Level-Shit, Alter. Boah, da hat ein Greenscreen. Hey, das ist nur Promo für mich, weil ich 5 Silber auch ohne dich Drogenkind kick. Ich geb sie schwarz auf weiß, so wie Beisil und Heidi. Ich nehme keinen Ernst, der im Livestream eine Line zieht. Die Sechstester Deutschlands fassen es nicht. Jeder Fan macht es nach, andere hasse ja nicht. Weit und breit keine Gegner zu sehen. King Clay Realität. Zeig doch deinen Fans mal, wer du bist. Um maskiert zu sein, braucht man keine Maske vorm Gesicht. Letztes Jahr als Kaya Jin Lo, die einer der Besten war. Ramela und ein kleiner Junge lässt seinen Frust raus. Schmuck's aus, aber dir geht langsam die Luft aus. Ich bin auf die Analyse gespannt, ob Julian auf diese Kaya Jin Geschichte nochmal eingeht. Hey. Weil das schon krass valider Punkt ist. Weil er täglich weinend in seinem Zimmer liegt, zeigt er keinem das verletzte Kind hinter der Ironie. Ruf am besten bei der Seelsorge an. Ich mach mir Sorgen um dich. Der Erfolg hat dich verändert, das weißt auch du. Aber ich brauch für die Klicks, also scheiß drauf. Das Outro kommt immer so plötzlich reingerutscht, ne?